Hallo ihr Lieben. Heute. Ha? Was? Ja. Hallo zusammen. Heute wieder Neues aus der Werkstatt. Ich hatte jetzt Ladehemmung. Jetzt geht's wieder. Zusammen. Heute wieder Neues aus der Werkstatt. Funktioniert. Heute haben wir was ganz Spezielles. Hast du meine Frisur jetzt durcheinander gemacht? Ja, ne? Seine Frisur. Ja. Die Firma Weco, Partner von uns. Mit der wir auch sehr eng zusammenarbeiten. Aus Emstetten. Hat uns auf etwas hingewiesen. Also erstmal ist es eine geile Firma, die weit vorne ist, die selbst auch Sachen probiert, die selbst forscht, die selbst Kompressoren herstellt, also die wirklich im Klimageschäft drin ist. Und die hat uns einfach etwas hingewiesen, wo wir einfach denken, hey, das müssen wir euch in jedem Fall sagen. Und nicht nur den Werkstätten, die sich wahrscheinlich jetzt angesprochen fühlen, sondern auch dem Endverbraucher. Das heißt, der ein Fahrzeug fährt, was so ein bisschen elektrisch angetrieben ist, was teilautonom fährt und. Also der ganze Elektromobilität. Also die Zukunft, die ja schon da ist und die Fahrzeuge laufen ja schon. Um das mal von vorne aufzurollen. Es geht um Kompressoren, Klimaanlage, es geht um Kältemittel, es geht um Öl und Leitfähigkeit von Öl und was Öl so macht und wenn man falsches Öl einbringt. Aber erstmal grundsätzlich, früher, in Anführungsstrichen jetzt immer noch natürlich, gibt es Kompressoren, die einfach über eine Magnetkupplung betätigt werden. Das heißt, wenn wir hier vorne, das ist jetzt hier stell dich mal auf der Antrieb, kann der Patrick besser sehen. So. Ich bin jetzt hier der Verbrennungsmotor, der sitzt hier auf der Seite, also die Kurbelwelle. Und ich treibe jetzt hier mit meinem Verbrennungsmotor an die Riemenscheibe an. Grundsätzlich, Klimaanlage haben wir genügend Videos hier, wo wir es erklärt haben. Und das Herzstück einer Klimaanlage ist der Klimakompressor. Ohne Klimakompressor kein Verdichten, Klimaanlage funktioniert nicht. Also, wie verdichtet so eine Klimaanlage, hat der Jürgen gerade gesagt. Jürgen ist jetzt der Motor. Ich bin der Verbrennungsmotor. Da hinten ist die Riemenscheibe und die Riemenscheibe treibt, wenn sie elektrisch angesteuert wird, den Kompressor an. Elektrisch angesteuert wird? Angesteuert. Angesteuert, also vom Motor über die Kurbelwelle angesteuert. Wenn du den elektrisch ansteuerst, dann schaltet der den Kompressor. Du meinst die Magnetkupplung. Genau. So. Kann man sehen, wenn ich hier vorne das elektrisch ansteuere, einfach die zwei Leitungen dran, fängt der innen dran an, diese Taumelscheibe zu arbeiten. An dieser Taumelscheibe mach mal langsamer, vielleicht kannst du ja hängen kleine Kolben dran. Davon gibt es in diesem, glaube ich, 5 Stück. Und diese Kolben saugen das Kältemittel an, komprimieren das und schicken es dann zum Kondensator. Haben wir aber schon oft genug erklärt, wollen wir jetzt gar nicht weiter darauf hinaus. Also, so funktioniert ein normaler Kompressor, der auch immer noch verbaut wird bei einigen Herstellern, mit einer Magnetkupplung. Ne? Kann man sehen, wie die hier vorne Plack, zieht an und nimmt dann hier innen drin das Innenleben mit. So, und das ist im Prinzip die Ursprungsgeneration. Davor gab es noch ein paar andere, aber das, was die letzten 20 Jahre verbaut worden ist. Das letzte Überbleibsel. Aber dazwischen kam dann auch schon ein geregelter Kompressor, das heißt, der hat hier vorne keine Kupplung mehr. Der nimmt die ganze Zeit innen drin die Kolben mit, im Leerlauf. Aber nicht im Arbeitsmodus, sondern im Leerlauf, genau wie der Jürgen sagt. Und dann wird mit einem kleinen Ventil wird der Druck da innen drin geregelt. Und das ist komfortabler, weil man vor allem dieses Klackern, die ich immer im Auto hat. Und ich meine, so Besitzer vom Ford Ka und so, die wissen ganz genau, wenn das Ding vorne einschaltet und wenn einmal überholen willst, muss man die Kupplung ausschalten. Also, das 6 PS frisst so ein das Ding haut dann da immer rein, das ist schon heftig. So ein so Kompressor. Kompressor, 6 PS frisst der. Und die machen heute auch bei den Fahrzeugen, wenn ich zum Beispiel in Beschleunigungsmodus bin, das heißt, ich trete voll aufs Gas, merkt das Steuergerät, dass der will jetzt Vollgas geben und schaltet erstmal den Kompressor weg oder jetzt den Druck weg, dass der keine Leistung bringt, um die 6 PS auch zur Verfügung zu haben beim Beschleunigen. Und dann kommen wir rüber, wo wir eigentlich hinwollen. Die nächste Generation ist E-Mobil. Electric. Es heißt E-Mobil, das Ganze wegfahren. Das ist ein Kompressor, genau wie der auch, hat aber keinen Antrieb mehr, sondern ist elektrisch betätigt. Das nicht nur bei vollelektrischen Fahrzeugen, bei Hybridfahrzeugen, sondern auch schon in der neuen Generation von neuen Motoren, die 48-Volt-Technik haben. Die haben die 48-Volt-Technik allein, um den Startergenerator zu betätigen. Das heißt, was wir früher als Lichtmaschine hatten,
Dieses Teil treibt heute so einen Motor an, das heißt zum Starten, ich drehe den Zündschlüssel rum oder drücke das Knöpfchen und es macht nur bup und der Motor läuft. Das machen die über einen Elektrostarter. Was habe ich eben gesagt? Dynastarter, was meinst du? Was Dynastarter, ja. Gab es früher schon mal beim NSU Prinz, der hatte auch einen Dynastarter. Das war so ein großes Ding da drin. Das war der Elektromotor zum Starten und der Generator in einem. Das benutzen die auch zum Boosten. Das heißt, wenn ich mit dem Fahrzeug beschleunige, dann kann ich, habe ich so eine kleine Boost-Anzeige. Da sehe ich, aha, jetzt bin ich im Beschleunigungsmodus und die nutzen dieses 48-Volt-Teil, um dann auch noch mich zu unterstützen bei meinem Beschleunigen. So, jetzt schauen wir das Ding hier mal auf und schauen uns mal an, wie das da innen aussieht, wie das innen drin angesteuert wird. So ein Kompressor ist quasi autark, der wird nicht mehr über irgendeinen Keilriemen oder worüber auch immer angesteuert oder betätigt, sondern nur noch über so eine 12-Volt-Leitung. Und man sieht, die Leitung ist schon recht kräftig, weil die Stromaufnahme von so einem Kompressor, die sind, das ist 120 Ampere. Und das ist schon was Gewaltiges. Das ist nicht, wo ist er denn mit eingeklemmt? Das ist voll elektronisch. Ach, der hat von unten da noch die Schrauben da drin, guck. Ach, und damit kann man es dann rausziehen, oder wie? Und wenn du das aufmachst, könnte man das, glaube ich, rausziehen. Ja, schrauben wir die mal auf, die ja. Schrauben. Guck mal da mal rein. Ich hab, wir sind ja neugierig. Auch noch nie so ein Ding auseinandergeschraubt. Ja, guck mal, wie wir die hier rauskriegen. Aber da kommt man jetzt auch nur an die Platine dran, da innen dran, irgendwie. Ja, wir machen das mal weiter auseinander. Interessiert die Technik da dran. Die Electronics. Also diese ganze Elektrosache, das ist schon faszinierend. Und vor allen Dingen wird so ein Kompressor hier bei einem reinen E-Fahrzeug auch dafür benutzt, um die Batterien zu kühlen. Da sind dann Kühlschlangen im Batteriekasten, da wo die dicken Akkupacks verbaut sind. Da liegen dann Kühlschlangen drin und der Kompressor läuft die ganze Zeit, um diese Batterien zu kühlen. Haben nicht alle E-Fahrzeuge, aber einige haben das. So, jetzt müssten wir eigentlich hier ein bisschen weiter kommen. Müssen die nicht ganz raus? Können wir nicht so raus? Ich weiß das nicht. Da kommt's. Wie viele Kondensatoren da unten dran hängen. Ja, oder weiter aufschrauben. Ist doch bestimmt nicht teuer, so dick. Mach doch mal hier vorne den auf, Junge. Dass wir da vorne vielleicht mal gucken können, ob wir da vielleicht sehen können, wie der Elektromotor irgendwann funktioniert. Weil hier ist ja im Prinzip nur die Elektronik. Mal guck an, okay. Ah, ist noch. Hier ist so ein spezielles Leitmittel drin. Wärmeleitpaste, damit die Temperatur hier von den ganzen Transistoren, die da drauf sind, abgegeben wird an das Gehäuse. Wenn das nicht dazwischen ist, brennt das ganze Ding durch. Und hier sind die Leitungen, diese Anschlüsse. Das sind die Anschlüsse, die sehr wahrscheinlich innen drin zu der Spule gehen, also zu dem Elektromotor. Voll spannend, wenn man sowas noch nie auseinandergebaut hat, ja. Wie das funktioniert. Und das auch nie mehr zusammenbauen brauchen. Ach, guck mal. Das sind so Ringe, die sich hier drin... Das funktioniert so ein bisschen wie ein Kreiskolbenmotor. Ja. Guck mal hier, das dreht sich dann. Das ist ein Exzenter. Genau. Und exzentermäßig wird das dann komprimiert? Wird das dann da drin komprimiert. Okay, ja, guck, das sind dann keine Kolben mehr, wie wir das vorher hatten. Und hier ist der, da unten drunter ist der E-Motor. So, kann man das noch weiter auseinanderbauen? Mhm. So, dann tun wir den direkt. So, hör auf wieder. Geht's noch weiter? Ja, hatte ich schon mal eben ein Werkzeug.
Kuckuck. Ach, okay, das ist der ganze Motor. Ach, guck. Oh. Nein, doch. Oh. Okay, da sind die Spuren. Permanentmagnet? Ja. Ja, Permanentmagnet. Und hier innen drin ist die... Da ist die Wicklung. Ist die Wicklung von dem... Und das ganze Ding... Okay, das ist aber nicht abgedichtet. Das heißt, das Ganze ist durchspült von Kältemittel. Von Kältemittel und das, Öl. Und vom Öl. So. Und da kommen wir jetzt eben zu unserem Problem. Ja. Wir müssen bei dieser Anlage ein spezielles... Öl wird benutzt in der Klimaanlage. Also so eine normale Klimaanlage ist hier in dieser Anlage, wenn die sich in die arbeitet, ist komplett mit Kältemittel durchspült. Und natürlich ist hier auch Öl drin, was die ganze Anlage dann auch schmiert. So, für eine R134a-Anlage muss man ein spezielles Öl haben. Es gibt verschiedene Arten von Öl, aber bei einer E-Maschine, also bei einem E-Kompressor, muss ein spezielles, nicht leitfähiges Öl verwendet werden. Und da haben wir uns was überlegt, wir wissen noch gar nicht, ob es funktioniert. Das Problem ist, das nicht leitfähige Öl... Nicht leitfähig heißt, das darf Strom nicht weiterleiten. So, wir haben jetzt hier mal einen Versuchsaufbau gemacht. Das heißt, wir haben hier... Plus fließt hier durch unsere Nadel, die wir hier in dieses Plastikteil reingetan haben, läuft hier lang, hier rüber, über unsere LED und der Stromkreis ist dann geschlossen hier zu Minus. Wenn, jetzt haben wir ja keinen Kontakt, man kann sehen, wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann kriegen wir einen kurzen Kontakt, die LED leuchtet. Verbindung. So, jetzt tun wir unser PAG-Öl rein. Also das Öl was in der Klimaanlage drin ist, was ich hier vorhin gerade noch so reingeschüttet habe, das ist in der Anlage drin, vermischt mit dem Kältemittel. So, jetzt tun wir das Öl mal hier rein und das Öl, was passiert? Nichts. Nichts. Es isoliert, beziehungsweise es leitet nicht. Es leitet nicht. So, jetzt kommt aber der Punkt, wenn dort Wasser in das Ganze reinkommt. Das heißt, wir träufeln jetzt hier mal Wasser in die... Guck mal, kann man schon sehen, wie die LED anfängt... leicht zu glimmen. Genau. Je mehr Wasser da drin ist, desto stärker leuchtet die, desto mehr leitet die Verbindung über das Wasser. So, und wir haben quasi einen Kurzschluss da. Also ihr müsst euch vorstellen, wie jetzt hier an dieser Stelle, das wird komprimiert oder hier mit dieser Art des Komprimieren wird das Kältemittel ja durch die Anlage durchgeschickt mit dem Öl zusammen. Jetzt sagt ihr natürlich mit Recht, wie soll denn da Wasser reinkommen? Und das ist der Punkt. So, wie kommt Wasser in so eine Anlage rein? Das kann nur geschehen bei der Instandsetzung. Das heißt zum Beispiel, man baut so eine Anlage auseinander, repariert irgendetwas und die Anschlüsse, die jetzt hier an den Kompressor drankommen, hier zum Beispiel, verschließt man nicht. Dann entsteht durch die Luftfeuchtigkeit in der Luft, geht dort rein und kontaminiert das Kältemittel. Ja. Also das Kältemittel wird leitfähig, was gar nicht so gesund ist bei dem E-Antrieb. Das Zweite ist, viele haben vielleicht noch Geräte, Klimageräte und können solche externen Fläschchen außen dran hängen. Das heißt, die füllen den mit diesem Öl, füllen das Fläschchen, ne, dafür muss ich es ja aufschrauben, füllen das Fläschchen voll, schrauben es wieder zu. In dem Moment habe ich hier Luft drin und auch schon gleichzeitig Feuchtigkeit drin. Dann hänge ich das hier in das Gerät ein und arbeite damit. So. Also schon wieder ein Punkt. Also jetzt nochmal für die Werkstätten. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass keine Feuchtigkeit in eine E-Maschine reinkommt, also in einen E-Kompressor reinkommt. Da kann das zu Sachen führen, kommen wir gleich dazu. Was noch ein Problem, also das ist das Problem, was Jürgen sagt. Bei so einem System, was wir jetzt hier haben, ist es so, dass wir hier so Pullen haben, so Flaschen haben, da ist Öl drin, die setzen wir einfach hier rein
Und diese Flaschen, komm, jetzt können wir doch mal aufmachen. So, können wir euch jetzt mal zeigen, wir flexen die jetzt einfach mal auf, um mal zu gucken, was für ein tolles System das ist. Ja. Das ist keine normale Dose. Die Dose da ist eine Tüte drin. Und in der Tüte? So, in der Tüte ist die Flüssigkeit. Ist das Kälte, das Öl. Das Klimaöl. Da ist das Öl drin und die Tüte ist hermetisch zu. Die wird befüllt, ohne Luft natürlich. Und dann hier in die Verpackung reingemacht. Im Prinzip ist diese Dose, wenn man denkt, das wäre eine normale Dose. Oh, ich habe es aufgeschnitten. Da kann man auch sehen, wie da noch Öl drin ist. Hier kommt das Öl raus. Nee, ich fülle meinen Lappen. Das habe ich jetzt dummerweise aufgeschlitzt hier mit dem Links, mit der Flex. Also das ist ein Patent und das ist eine Lösung. Und damit ist sichergestellt, dass kein Wasser, keine Feuchtigkeit in das Öl reinkommt. Transportiert wird, ja. Aber warum ist das so wichtig? Okay, Leitfähigkeit. Kann man sagen, oh, leitfähig bei elektrisch, oh, da kann es dann, ja, da kann es zu statischer Aufladung kommen, wenn das Öl mit dem Kältemittel durch die Anlage durchgesammelt wird. Die wird natürlich auch, wie der Jürgen vorhin schon gesagt hat, werden dort mit die Batterien gekühlt. So. Was aber hier drin passiert, dieses Öl in Verbindung mit der Flüssigkeit, mit der Feuchtigkeit. Also das spezielle Öl, was hier rein muss in die Anlage. Dieses spezielle Öl, wenn das mit Feuchtigkeit in Berührung kommt, wird es säurehaltig. Und was macht Säure? Säure zerfrisst. Und die Säure zerfrisst hier innen drin diese Wicklung. Da ist eine Isolation drum. Um jedes einzelne Kabel. Das ist ein Lack. Das Kabel wird in Lack getaucht und dann wird die Wicklung erst gebaut. Und dieser Lack wird zerfressen. Ja. Und was passiert, wenn so ein Lack zerfressen wird? Isolation ist weg. Wir haben einen vollen Kurzschluss. Wir haben. Ne, komm, wir zeigen das mal, was wir dann haben. Ja, wenn da ein Kurzschluss drin ist. Dann erklärt sich das leichter, bevor ich mir jetzt den Mund fusselig rede. Das andere sieht viel besser aus. Oh, 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 oh. So, also ein voller Kurzschluss heißt, Plus und Minus kommen aufeinander. Um das jetzt mal zu zeigen, haben wir jetzt hier im Prinzip einen Vollkurzschluss. Und haben wir hier einfach mal so eine Schraube genommen. Und dann könnte ich, das ist eine ganz einfache Schraube, dann könnt ihr euch vorstellen, wenn da so ein Kurzschluss entsteht, da drin, und das ist jetzt keine Show, passiert genau das. Das brutzelt auseinander, das fängt an zu glühen und glüht sogar komplett weg. Hast du die andere Schraube auch nochmal? Die hast du doch vorhin noch hier vorne. Die Schraube ist jetzt sogar direkt weggeglüht, aber guck ich es an. So, und wenn das, wie gesagt, das ist ja jetzt noch das Minimale, aber wenn das dann wirklich ein richtig fetter Kurzschluss ist, fängt das Ding an zu glühen. Und die Schraube glüht komplett weg. Wir haben ja gerade gesehen, diese Wicklung, die hier drin ist, und diese dicken Kabel vor allen Dingen, die hier dran sind, ne, die sind ja richtig fette Kabel, weil das zieht 120 Ampere. Und wenn 120 Ampere da drinnen einen Kurzschluss verursachen, ja, dann brutzelt dieses ganze Ding da drin weg. Und das gibt einen ziemlich großen Schaden. Speziell ist dort eingesetzt worden, es wird bei diesem Fahrzeug ein Isolationswächter eingesetzt, aber es ist eben auch nur eine Überwachung. Und wenn diese Überwachung wegfällt, passiert genau das. Deswegen, und das muss ich mir vorstellen, nur... Pass auf, du stehst auf den blühenden Dingen, ne? Boah, nur, weil irgendjemand... Das falsche Öl eingefüllt hat oder das mit Feuchtigkeit kontaminiert ist. Oder auch ein falsches Öl, das ist vollkommen recht. Ja. Oder mit Feuchtigkeit kontaminiert ist. Achtsam sein... Für die Werkstatt, die zuschaut, dass nicht einfach ein Gerät genommen wird. Diese Geräte müssen gespült werden, bevor man so eine Anlage befüllt. Oder ein spezielles Gerät, ein einzelnes Gerät kaufen für HV-Anlagen oder speziell für diese Kompressoren, wollte ich sagen.
Da muss man darauf achten. Oder ein Gerät kaufen, was spülen kann. Da muss man darauf achten. Und für den Endverbraucher nicht einfach die Ware in die Werkstatt bringen, wenn man weiß, man hat so einen Kompressor und irgendeine Werkstatt, die nicht darüber Bescheid weiß, was natürlich passiert. Wir wissen ja auch nicht alles. Viele Kunden, die fahren mit den Fahrzeugen rum, die wissen ja gar nicht, was. Die sagen nur, meine Klimaanlage geht nicht und fahren in eine Werkstatt, weil beide unwissend sind. Der das Auto fährt, muss nicht zwingend Techniker sein und zwingend wissen, was er in seinem Fahrzeug verbaut hat. Muss man dazu sagen, wir hätten es ja auch nicht gewusst, wenn die Firma Beko nicht auf uns zugekommen ist und hätte gesagt, hey, gebt das mal weiter, achtet mal darauf. Also so geht gar nicht mehr, die Zeit ist vorbei. Und was man auch darauf achten muss, bei diesen Fahrzeugen immer die HV-Handschuhe tragen, selbst wenn man die andere anklemmt, also da reichen keine normalen Handschuhe mehr. Die muss man auf jeden Fall tragen, um sich selbst zu schützen. Also macht euch schlau. Aber die Jungs, die an solchen Autos arbeiten, haben in der Regel einen Hochvoltschein. Ohne den dürfen die sowieso gar nicht daran arbeiten. Ja. Das ist ganz wichtig. Und die wissen theoretisch, dass sie damit so umgehen müssen. Ne? Ja, gut. Einfach nur, das war ein Tipp. Ein Tipp für euch. Ein Tipp für uns, was auch ein Megatipp. Wir sind natürlich auch achtsamer damit. Ja, alles gucken gesagt. Gucken auch immer auf die technischen Infos, die wir zugeschickt kriegen. Und das ist das Schöne, wie heißen die, Newsletter zuschicken lassen. Da sind Infos drin, die deuten natürlich auf so etwas hin, auf diese Ölgeschichte und was da passieren kann und so weiter. Die sollte man sich durchlesen und die sind für uns Werkstätten ganz, ganz wichtig. Weil ihr, die das repariert, ihr hängt am Fliegenfänger, nicht der Kunde. Ja, der Kunde auch. Wenn er nachher dort... Wenn er elektrisch da dranhängt und am Zappeln ist. haben wir vorhin auch gar nicht gesagt. Auch noch eine Info, ganz rausgefallen. Wenn... Der Wächter, das überprüft hat, dieser Isolationswächter, das gemerkt hat, dann schaltet er das Fahrzeug aus. Weil die Anlage nicht mehr gekühlt wird, die Batterien werden nicht mehr gekühlt und dann ist nicht mehr gewährleistet, dass das Auto vernünftig und einwandfrei fahren kann. Also schaltet er das Auto ab. Also auf der Autobahn, Kurzschluss, wenn der Kurzschluss erkannt wird, dann schaltet er die Anlage ab, das Auto läuft nicht mehr. Ein Telefon klingelt, kann das sein? Nee, meins. Holger, ich glaube, es ist deins. Dein Bein klingelt. Ab und zu kann... dann schaltet das Auto ab. Und der Kunde steht dann da irgendwo auf der Autobahn oder will morgens losfahren, weil das über Nacht irgendwas passiert ist und dann über Nacht die Säure das zerfressen hat. Morgens will er starten, das Auto funktioniert nicht mehr. Nur weil einer da einen falschen Service gemacht hat unter Umständen. Das ist unglaublich, ja? Ja. Gut, okay. Mega Ding. War interessant jetzt zu nehmen, zu sehen, wie es auseinander ist. Ja, vor allem, wie das hier drin aussieht. Wir schicken das wieder so in Einzelteilen zurück. Ne? Genau, zusammen kriegen wir das ja sowieso nie mehr. Nee. Aber interessant, dass das so eine andere Art ist, das zu komprimieren. Ja. Super. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns das nächste Auto an. Wieder was gelernt. Ich bin weiter geht's mit neuem aus der Werkstatt. Da. Ja, dass du in deinem Alter noch lernen kannst. Immer wieder, sowieso. Immer wieder. So. Und hier haben wir ein Audi A4 vom Baujahr 2010. Und der hat einen Einmannmotor drin. Der ist relativ selten. Ein Einmannmotor, der ist relativ selten. Der braucht auch spezielle Versorgung. Habe ich auch noch nicht gesehen. Doch, guck, das ist der. Hallo. Der braucht eine spezielle Versorgung, ja. Adnan, was machst du da drin? Ja, so klar. Mir bitte die Lage. Ja, ist das Lager. Ein Einmannmotor. Adnan macht da dran die Kupplung. Das ist eine selbst nachstellende Kupplung. Ist bei dem Wagen total kompliziert aufgebaut. Dafür muss der Motor ausgebaut werden. Nee, vollkommener Quatsch. Das ist mal wieder einer von den schönen... Zwei Massenschwungart. Von den schönen VW-Motoren. Aber gehen wir erstmal hier, das ist diese selbst nachstellende Kupplung. Ist unglaublich, was das für ein Trümmer ist. Wahnsinn. Das hier, Ding ist auch an dieser schwer. Stelle geht sogar die Antriebswelle durch. Durchs Getriebe geht durch. Durchs Getriebe. Hier an dieser Stelle kann man sehen, wenn die eingesetzt wird, geht hier... Die Antriebswelle durch und der Adnan macht da gerade ein Allradauto, ne? Hat die neue Hülse reingemacht. Allrad, alles Räder. Diese Hülse ist denn für, hier ist das Drucklager und das Drucklager drückt an, kann man durch die Betätigung drückt das auf die Kupplung drauf und das ist viel Spaß beim Einbauen. Ja. Josch hat da den Motor überholt, weil der steht hier hinten, der ist jetzt komplett auseinander. Und hat den jetzt gerade fertig. Schön zusammengebaut wieder. Ja. Und da waren mal wieder, das sind die Reste, also das, was jetzt alles erneuert worden ist.
Sehr schön. Es ist das übliche Problem, dass die Kolbenringe hier verkoken an dieser Stelle. Immer das Gleiche, ne? Ja. Ja, die neuen Motoren sind besser für dem Auto, ne? Und die sind ganz zu und dadurch, das ist der Ölabstraffring, aber das haben wir schon oft genug erklärt, und dieser Ölabstraffring arbeitet nicht mehr richtig. Also dadurch frisst Öl ohne Ende. Kann das Öl nicht mehr ablaufen nach unten und dadurch frisst der Öl ohne Ende. Ja, und dann macht man den Rest eben auch neu. Ne? Dann, da gibt es jetzt eine neue Ausführung von einer, so einer speziellen Firma, die hat da Kolben entwickelt, das bauen wir immer da ein. Da sieht man hier oben auch drauf diese Verkokung, wie extrem der Wagen Öl gefressen hat und verkokt ist. Ja. Ja, und dann werden eben alle Ketten neu gemacht. Ja, alles, was so an Verschleißteilen da drin ist. Genau, ne? Wenn wir aufhaben, machen wir dann direkt die Wasserpumpe in einmal. Der Wagen ja schon über 100.000 Kilometer gelaufen hat. Ja. Und, sehr schön. Was hier außergewöhnlich war, der Josch hat die Auslassventile gemacht und die musste dann neu machen, weil hier richtig was reingebrannt war. So, normalerweise das ist aber selten, ne? Normalerweise reicht es aus. Reicht es aus, wenn wir die Ventile neu einschleifen, sauber machen und einschleifen. Da mussten leider neue rein. Ja, hier kann man sehen, wie es aussieht, wenn es nicht sauber gemacht ist. Ne? Das Ventil. Tja. Ja, so, und weil jetzt alles auseinander ist, bevor wir den Motor wieder einsetzen, macht der Adnan eben gerade die Kupplung da neu. Ich stelle den mal wieder weg hier, ne? Dass er keiner umschubst. Wird nachher der Motor eingebaut und dann denke ich, läuft der spätestens morgen Mittag oder sowas, wird der laufen. Wieder. Ja, nicht morgen Mittag. Reinhauen! So, Adnan, ich würde sagen, wir haben jetzt Mittagspause, ne? So. Tschüss. Tschüss, ihr Lieben. Macht's gut. Bis nächstes Mal. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Bis nächstes Mal. Tschüss. Danke, Adnan.